Hallo Mitspieler, mein Name ist der Lowride und ich begrüße euch zur 69. Episode dieses City Skyline Snowfall Let's Plays. Jo, in der letzten Episode haben wir hier die Buslinien für diesen Bürotrabanten ein kleines bisschen ausgebessert, den ich in der Episode davor gebaut habe. Und jetzt ist das aktuelle Projekt diese Strandpromenade oder Uferpromenade, Küstenpromenade. Jedenfalls die Straße hier nah am Ufer so ein kleines bisschen zu bauen. Die war schon mal hier, hat mir aber nicht so gefallen. Der Abstand war nicht so toll, war ja auch bloß ein Test. Ja, hab hier schon mal einen Anfang gemacht. Hier, diese Straße wird jetzt parallel zum Ufer verlaufen. So ist der Plan. Und das hier ist wohl, glaube ich, noch ein kleines bisschen zu lang. Da muss ich noch ein bisschen einkürzen. Wird das reichen? Das könnte schon reichen. So. Hier wird auch zu lang sein. Ich werde an der Straße dran vorbeikommen, aber dann eine Verbindung zu bauen wird wahrscheinlich ziemlich schwierig. So. Gut, die Entfernung vom Ufer bis zur Küstenstraße, habe ich gesagt, sollen ungefähr 8 Units sein, 8 Einheiten. Und da baue ich mir doch mal so ein paar Hilfspeaker, um mich zu orientieren. Warum rastet er? Muss doch eigentlich nicht sein. So. Ja, Zeit kann ich nicht laufen lassen. A, weil ich hier Tramlinien habe und Buslinien, die gerade ins Nichts laufen. Und B, weil hier eine Stromtrasse ist, die hier oben den Norden versorgt. Muss ich erstmal hier alle kitten, damit ich das wieder in Betrieb nehmen kann. Gut, dann. Wie haben wir das gemacht? Immer so ungefähr eine Einheit oder 10 Einheiten und ein bisschen mehr, so 10,5. Damit wir noch ein bisschen Platz hier zum Knicken haben, irgendwie. So. Kommst dann weg. So. Stören. So, wir machen den. Wir müssen noch ein kleines bisschen hoch. So. Den. Hier ist die Schule, die wir gerade umgesetzt haben. Weiter geht's. 10 Einheiten. Ungefähr so. Und ich würde sagen, so. Gut. Flicken wir erstmal die 4 und machen dann an der Brücke weiter. Gucken wir erstmal, wie wir mit den Straßen hier rankommen. Was da so anbietet, was man vielleicht von Hause aus nehmen könnte. Den finde ich schon mal gar nicht so übel. Das ist schwierig hier. Okay, irgendwo noch schneiden. Schiene. Ach, und wir müssen diese Straße auch noch updaten auf Schiene. So, das finde ich eigentlich auch akzeptabel. So, hätte ein bisschen tiefer gehen können. Ging es noch tiefer? Fragezeichen. Könnte man fast schon biegen eigentlich. Kann ich nur entweder oder und beide gefallen mir nicht so besonders.
Ja, wird aber am Ende kaum einer sehen, weil, wie gesagt, das wird ja alles mit Häusern hier vollgebaut sein oder vollgestellt sein. Da wird es in dem Chaos ein bisschen untergehen. Von hier ist das schon mal super schwer zu sehen. Oh, hässlich. Ich bin so hässlich. Was machen wir denn da? Ich kann hier nirgendwo abschneiden und das, ob man das mit einer Biegung so hinkriegt. Pass mal auf, das ist hier alles zu eng. Komm, hier könnten wir. Pass. Dann mal den. Den. So mal verlängern. Dann machen wir den aus. Und er biegt in die andere Richtung. Was macht er denn? Eieieiei. Also ich glaube, so richtig schön gerade, wenn wir das nicht hier hinkriegen. Also gerade gebogen, dass das halt eben so ein bisschen kreissegmentmäßig aussieht. Aber ich glaube, dass das schon ganz in Ordnung ist. Das ist hier so ein Connection-Symbol, dass die Bus- und Tramlinien, die hier langfahren, gerade Probleme haben. Wir hatten noch eine Ersetzung auf Schiene. Schiene kommt von hier. Schiene fängt hier an. Und wird wenigstens bis hier gehen. Gibt es noch irgendeine Station im Nichts? Na, auf der alten Uferpromenade war da mal eine Station. So. Hier hinten müssen wir noch bauen, bevor wir malen können. Gut, was machen wir mit der Situation? Weil zwei Kreuzungen jetzt hier direkt untereinander fände ich nicht so gut. Und wir haben auf der anderen Seite auch schon damit gearbeitet, hier auch mal eine Brücke rüber zu bauen. Und ich glaube, das ist hier auch die Lösung. Es könnte funktionieren, dass ich diese Straße hier noch hier ranlege, hier also zwischen. Aber ich müsste auf der anderen Seite auch wieder raus, jetzt sind hier in einer Kreuzung mit 5 Abfahrten. Wo hier schon das ein oder andere Auto steht, wäre wahrscheinlich nicht empfehlenswert. Gut, dann quaken wir mal nicht lange rum. Wir nehmen uns ihn hier und bauen uns erstmal wieder... Ich sage mal eine Hilfslinie mit 8 vom Ufer. So. Und so. Wie machen wir es am schönsten? Weil hier müssen wir auch wieder connecten. Das heißt, die Auffahrt sollte ungefähr hier anfangen. Wir gehen 24, nee, 12 Meter. Wir machen es einmal so. Und ich glaube, hier müssen wir doch ein kleines bisschen schneiden. Na. So, dann hoch.
12 Meter. Ich glaube, dass das so schon schick aussehen wird. So, und jetzt einfach rüber und dann haut wieder mit den Stelzen hier. Na klar. Völlig logisch. So, wenn wir hier rüber gehen, wollen wir ungefähr hier. Dann so und so. Sieht das okay aus? Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Kann man nehmen. Jo. Dann malen wir einfach hier die Ecke nach. Die Ecke malen wir nach. Reicht das mit dem Strom hier unten noch? Oh, das reicht nicht mehr. Komm mal her. Der Zipfel an den Zipfel. Wie sind wir eigentlich auf 12 Meter? Wir könnten eigentlich auf 0 sein. Und baut ja immer so eine hässlichen Betonfüße auf 12 Meter. So, fängt den machen und den. Na gut, der baut hier auch Betonfüße, aber diese Betonfüße sind halt eben größer. Also es geht nicht ohne Betonfüße auf dem Wasser. Das haben wir jetzt gelernt. Gut, dann geht's hier unerschrocken weiter. Tja, dann male ich mir wieder ein paar Abstandshalter hier drin. Geht sicherlich auch ohne, kann das sicherlich auch nach Augenmaß machen, aber so macht es halt eben auch ein klein bisschen leichter. Hier werden wir schneiden, ich denke. Hier auch. Da arbeiten wir uns erstmal hin. Ungefähr hier. So, obwohl hier könnte man ein Stück runtergehen. Ja, die Küsten hier noch empfinden, darf man nicht vergessen. So. Ja, mich zieht es immer irgendwie zur Küste. Dann denke ich, müsste ich ein bisschen doch höher. Ich müsste hier hin. Das heißt, so hier. Das heißt, dass das Stück hier nicht so ganz richtig ist. Moment. Machen wir erstmal mal in die Richtung hier weiter. Entfernung 8 haut hin. Wenn ich hier gucke, sind es auch 8. Hm. Küste von der Hälfte irgendwie süd. So darf man auch nicht vergessen, dass das Wasser auch so ein bisschen Action macht. Das heißt, das Wasser bewegt sich auch. Na klar, nicht nur in die Richtung, das schwappt auch so ein bisschen. Na, da verschiebt sich die Küste auch gerne nochmal um den ein oder anderen Meter. Gut. Wegnehmen. So, komm her. So, hier zieht es natürlich ein bisschen raus, weil hier auch so eine kleine Nase ist. Also nicht die Nase von einer Aufschüttung. Sondern hier den hier, meine ich. So, okay, ein bisschen rein. Und hier gibt es diesen Schneemannpark, der uns nur Probleme macht. Nein, nicht nur, aber aktuell. Pass auf, nee, wir machen es anders. Wir
baggern den gleich komplett weg. Weil ich pack den wieder irgendwo hin und vergesse den dann von dort aus wieder wegzunehmen. Und dann kosten sie nur Geld. So, hier könnte man aber randocken. Sind zwar auch wieder zwei Kreuzungen mit wenig Entfernung zueinander, aber hey. Das ist mir Latte. Ich finde diese Küstenstraße schön. Und das wird durchgezogen. Um. Bürgermeister hat gesprochen. So, wir müssen ungefähr in diese Richtung. Weg, bitte. So. Miteinander verquickt. Gerade am grübeln, wie ich das veranstalte. Hier geht ja auch dieses Freizeiteck los. An dem Freizeiteck selber wird es diese Küstenuferpromenade nicht geben. Das Stadtbild wird so beibehalten. Da war schon so die Idee, da hat mich Chilluminati drauf gemacht mit seinem Kommentar. Hat er sicherlich anders gemeint, aber er hat mich so auf die Idee gebracht. Ich könnte praktisch mit der Promenade von hier, könnte ich ja praktisch hier in Tunnel renieren. Könnte hier irgendwo aus dem Tunnel auch wieder rauskommen. Weil dann hätte ich irgendwann mal eine Bimmelbahn an der Uferpromenade um die ganze Stadt herumfahrend. Also ich weiß nicht, wie weit das gehen wird, meinetwegen bis hier oben. Überlegen, weil das hier wird doch relativ eng mit der Küstenpromenade und diesem Ring hier. Mal hier. Ach, da die würden direkt parallel nebeneinander verlaufen. Also ich könnte praktisch so hier. Super unsinnig und ich nehme damit ja auch Baugebiet von der Sache hier so ein bisschen weg. Wobei der Baugebiet entsteht ja südlich der Straße wieder neu. Das ist also insofern nicht das Problem. Autobahnausfahrt oder Stadtzufahrt vielmehr. Die haben wir schon mal verlegt. Déjà-vu. So. Mächtig runter. Ja, das fliegt ja auch raus. Das ist ja auch alles dieses Uffi-Schüttete. Deswegen wollte ich ja die Promenade um, weil ich dieses Uffi-Schüttete nicht haben möchte. Nein. Achso, haben wir ein Krematorium. Hier ist noch ein Park. Schnell um. Du gehst mal dahin. Parks darf ich gar löschen. Habe ich mir erlaubt. So, dann kann ich das hier auch alles erstmal wegnehmen. Und ich glaube, hier, das werde ich auch wegnehmen. So, und dann malen wir hier einfach durch die Häuser durch. Ich muss hier. Guck mal hier. Hier würde er anbieten. Würde gehen. Ist ein bisschen hoch. Aber ich glaube, so diese Tunnelidee gefällt mir schon ein bisschen besser. Also jetzt hier einen Tunnel und dann hier oben wieder ran.
Ja, mit dem Tunnel spare ich mir hier eine blöde Kreuzung. Mal schauen. Der 10er Abstand wäre. Oh, 8er Abstand wäre ungefähr hier auf der Höhe. Aber das sieht straßenmäßig und küstenverlaufsmäßig überhaupt nicht parallel aus. Ich. Da muss ja schon fast direkt an die Kreuzung gehen. Macht er nicht. Das macht er. Das macht er dann. Mal abrunden. So, das ist alles bloß reine Schönheitsarbeiten. Das alles ein bisschen runder aussieht. Irgendeine Straße. So. Dann gefällt mir das Stückchen hier nicht. Hier sind wir mal ein bisschen pingelig. Hätten wir nicht machen müssen, aber wo wir schon mal dabei sind. Ich glaube, mit dem Rest können wir eigentlich recht gut leben, oder? Checken wir mal die Bereiche. Das hier möchten wir nicht, weil wir möchten ja nicht so nah am Ufer gebaut haben. Ich glaube, dann müssen wir das Ding aber auch wegnehmen. Zumindest die. Und warum ist hier eigentlich blau? Pass auf. Auf ins Micromanagement. So und so und so. Machen wir das hier mal weg. Dann nehmen wir blau. So, was ist eigentlich hier los? Da ist wahrscheinlich hier so ein Knick, der das so ein bisschen staucht. Wie auch immer. So, dann dürfen wir hier wieder schön flickschustern. Das werden wir tun, aber in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbeischaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Projekt, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.